So, hallo Leute, willkommen zurück in Vault 95. Der Vault, in dem Abhängigkeit aufs Gröbste ausgenutzt wurde, beziehungsweise geprüft wurde. Schon wieder ziemlich bitter die Scheiße, die Vault-Säcke abgezogen. Oh. Legendäre Gunner hat eine Plasmapistole. Nehmt ihm die Plasmapistole weg. Er darf keine Plasmapistole haben. Die Auseinandersetzungen können eine Vielzahl von Verletzungen zur Folge haben. Das ist etwas aus der. Wer hat keine Lust? Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Ver. Nein. Sehr schön, Curry. Gib hier die Antwort. Geh jetzt zum Nachkampf. Ich habe beträchtlichen Schaden genommen. Unsere arme Curry, du hast ihm den Weg geschubst. Der Ausdruck ist, juhu, richtig? So, wie gewohnt, erstmal alle töten. Wenn das erledigt ist, weiteres Vorgehen. Abchecken. Weiter feuern! Gegner, hallo. Lieber eine Diskussion. Genau. Zivilisierte Leute. Curry, dein Idealismus ist wundervoll. Der macht in letzter Zeit einen echt guten Job hier, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. So. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Oh, der Commander. Gehen, würde ich mal sagen. Das ist nicht der Tag des Commanders gewesen, auf jeden Fall. Warum es deutlich weniger davon gäbe. Okay, und wo geht's hier jetzt hin? In den finalen Raum quasi. Okay. Wie beim letzten Mal. Wir hatten es ja schon gesagt. Schauen wir uns dann hier auch entsprechend zum letzten um. Sieht auf jeden Fall aus wie eine Krankenstation. So viel können wir schon mal feststellen. Mit Experimenten. Und ich finde Experimente im Zusammenhang mit Vault-Tec, das klingt schon wieder moralisch zweifelhaft. Gut. Wir gehen erstmal wieder zurück. Lecker Nukas. So, erstmal umschauen. Hier haben wir ja angefangen, uns mit den anderen zu beharken. Das Giftmischer Synthrüstung plus auf Giftresistenz und oben Plasmapistole. Schön. Ja, war
Leitung. Eine goldene Uhr. So. Ist jetzt noch irgendwas? Hier? Ne? Fruchtzwerge? Dann halt nicht. Das sieht nach Küche aus. Aufbereitetes Wasser. Schön. Moment. Ah. So. Und wir gucken jetzt mal was. Ihr erinnert euch noch an das Comic, was wir im vorletzten Teil gefunden haben. Ihr seht, wir heilen jetzt auch durch zum Beispiel solche Sachen wie das Blanco Mac and Cheese. Deutlich besser. Finde ich sehr schön. Dass halt damit quasi Sachen besinnt werden. Sage ich es einfach mal so. Ja, Instamash. Sehr, sehr geil. Das wird halt auch dann, diese Sachen, gehe ich mal davon aus, die werden im neuen Survival-Modus, den hatte ich ja schon mal angesprochen, werden die eklatant wichtiger. Weil dann müssen wir ja essen. Das heißt, wir können dann auch nicht mehr, so wie wir es jetzt haben, in Sanctuary einfach ein gigantisches Lager an Lebensmitteln machen. Weil es wird ja dann zum Beispiel auch so sein, dass man halt für, ich sag jetzt mal, verarbeitete Sachen Boni kriegt. Hat der hier gemacht? Teekessel. Die scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Ja, aber... Genau, wo war ich stehen geblieben? Bei den verarbeiteten Sachen. Dass wir halt Boni dafür bekommen werden, wenn wir halt... beziehungsweise keine Mali bekommen werden, wenn wir verarbeitete Sachen zu uns nehmen. Und es wird halt auch das Problem werden, dass desto mehr Sachen mit Reds oder mit Verstrahlung wir zu uns nehmen, desto größer werden unsere Nachteile werden. Ja, ihr seht, wir haben wieder irgendwelche, keine Ahnung, komischen Quests verpasst. Ist mir jetzt, keine Ahnung, also da habe ich keine Lust drauf, irgendwelche Siedlungen zu verteidigen. Ich fände es schön, wenn es einen Modus gäbe, wo man einfach darauf verzichtet, halt keine Boni dafür bekommen, dass man etwas verteidigt, aber dann halt auch keine Mali. Da haben wir es ja auch schon wieder bis ganz hoch geschafft, quasi. Das wär's. Eine Lötlampe haben wir da noch gefunden. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö. Na gut, dann haben wir jetzt hier erstmal diese Krankenzimmer. Auf die waren wir ja schon gestoßen. Gut, 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 gut. Immer noch nichts Genaues, weiß man nicht. Wir haben immer noch keinen Overall gefunden. Schade. Ja. Nochmal schauen, ob wir hier vielleicht irgendwo Glück haben. Ach, wir sind wieder überladen. Vault-Tec-Präsentation. Naja, ich ist alles nicht vom Hocker. Hey! Machst du mir ein Geschenk? Quasi. Trag das, Frau. Eine ziemlich gut annehmbare Tragekapazität. Reinraumterminal. Entgiftung starten, kein Subjekt gefunden.
Lehn dich mal hin, Curie. Verdammt. Ich hätte es probiert. Aber naja. Ist vielleicht doch etwas gemein. Das war quasi, wie sage ich denn das, der Reha-Raum hier. Der mit irgendwelchen Behandlungen. Aber ich bin etwas traurig. Kein Overall für mich. Wenn ihr schon einmal hier wart und hier einen Overall gefunden habt, wo ich ihn nicht gefunden habe, entsprechend, sagt mir bitte Bescheid. Ich habe Bock auf neue Fallout Overalls bzw. Vault Overalls. Und habe hier leider keinen gefunden und bin da ganz traurig. Ehrlich gesagt. Also sagt mir Bescheid. Wir klären das dann. Und wir werden jetzt die Vault, den Vault, das Vault wieder verlassen. War wieder ein schöner Abstecher in die menschlichen Abgründe. Und sehen uns dann, ja, weiß nicht, nein. Ich glaube, wir können noch ein paar Minuten spielen, oder? Wäre sonst ein bisschen ganz kurz heute. Das muss ja nun auch nicht sein. Ja. Oh, hallo Kiri. Ja. Gut. Es ist wieder dunkel wie im Affenrektum. Aber naja. Gut. Jetzt schauen wir nochmal. Was haben wir denn so für sichere die Werkstatt in Jamaica Plain? Nehmen wir Teffigen Bootshaus, Nottingham Beach. Okay, wir schauen mal. Das ist mit Preston reden. Markierter Ort Teffigen Bootshaus. Was ist das hier? Warum ich hier beim Morden Center mir eine Markierung gemacht habe, weiß ich nicht. Okay, hier ist die Werkstatt. Naja, gut, dann reisen wir doch mal dahin. Also wir reisen zur West Roxbury Station oder zum University Point. Ich glaube, wir reisen zum University Point. So, und da sind wir auch schon am University Point. Wir müssen uns quasi jetzt erstmal nach Westen ausrichten und auch dorthin gehen und mal schauen, was uns dann hier erwartet. Erstmal wieder einen kleinen Speicher. Natürlich. Denn mir wurde ja leider nicht gesagt, worum es sich hier handelt. Aber es sieht nach Ghoulen aus. Es ist etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Jamaica Plain. Verdammt. Hat er mich doch noch gekriegt? Spannend. Ob die Ausstellung es gibt noch weiter? Glauben machen wir. Ja. Ganze Menge Ghule hier, nisch? Die mal mehr, mal weniger widerstandsfähig sind. Was bei diesen Ghulen den Niedergang ausgelöst hat. Kämpfen! Yeah.
Würfel ist, warum macht er eigentlich seine Helmlampe nicht an? Oh, nekrotische wilde Gule. Schon wieder. Ich bin noch intakt. Okay. Das hast du aber fein gemacht. Ja, ein bisschen vorbereitet schon. Also ich bin nicht mal ganz so schrecklich, was diese Gule angeht. Na, naja, nicht mal, wie gesagt, ganz. Was heißt nicht, dass ich komplett resistent bin. Hier ankommt. Erstaunlich. Kritischer Schaden. Kurz bevor. Erbitte Unterstützung. Töte. Okay, 4 und Curie macht hier echt Ballett. Wie aufmerksam. Ich fühle mich schon viel besser. Seid... Ja. Wir können eine Vielzahl von Verletzungen zur Folge haben. Ein Stealth-Boy. Jetzt schleppen sogar schon die Ghule interessante Sachen mit sich rum, wie verwirrend. Na super. Hey! Du brauchst... Haben wir sonst noch irgendwas, was wir da guten geben können? Bergbau, Anzug, rotes Kleid, Sonnenbrille. Gift mir so. Ah, das geht nicht. Ist das was, oder? Oh, das ist schon okay so. Oh. Naja, gut. So, da müssen wir rein. Und? Ich. Warum auch immer der da lang klettert, ich weiß es nicht. Intensität. Ah, jetzt hat er mich erschreckt. Naja, gut. Müssen wir halt so erschießen einfach. Alter. Bitte nicht mehr so nerven. Na gut. So. Und da haben wir es auch schon geschafft, Leute. Okay, wo müssen wir jetzt schon wieder hin? Hä? Raus, okay. So. Na, noch ein kleines bisschen. Au. Nein. So ist es schön. Wie schön. Das ist schön, genau. Sind wir jetzt im falschen Haus oder was? Ich raste aus hier. Das, Ist das nein. Schmutzig? Wem auch immer dieser Ort gehört, er sollte sich was schämen. Gut, Leute, ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Mir geht gerade schon wieder die Motivation auf Wanderschaft. Und das wollen wir ja alle nicht. Also sage ich erst einmal bis denn dann.